willkommen zum Gottesdienst hier bei der Freien Evangelischen Gemeinde. Schön, dass ihr heute dabei seid und dass ihr heute an unserem Gottesdienst teilnehmt. Ihr seid heute ja dann nicht im Saal, sondern ihr seid im Livestream dabei. Das heißt, ihr habt das Privileg, mitsingen zu dürfen, was hier im Saal nicht geht, und immer wieder Kaffee nachzufüllen, obwohl wir hier auch Kaffee haben, was sehr, sehr cool ist. Ich habe heute einen engen Freund mit mir, der Scott. Scott, geil, dass du da bist. Vielen Dank, freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, sehr cool. Der Scott predigt heute. Du hast ja schon auch gepredigt, gell? Ja, das war vor 2 Jahren, glaube ich. Ja, okay. Ja. Ungefähr. Ja, und ja. Letztes Jahr hat hier dein Schwiegervater gepredigt. Genau, gerade vor der Corona-Zeit. Ja, glaube ich, hat keiner damals gewusst, was alles passieren würde. Ja. Aber, ja. Brutal, gell? Ja, also ich glaube, das war wirklich das Wochenende, bevor wir keine Gottesdienste mehr haben durften. Ja, ja. Ja. Das mit den Cape-Noy-Studenten und euch. Ja. Ja, das war wirklich unvergesslich. Das hat unser Leben, glaube ich, alle verändert. Aber das war wirklich, brutal. Ja. Ja. Scott, erzähl mal kurz, du bist Missionar. Ja. Ja. Würdest du dich selber als Missionar beschreiben? Ja, oder? Würde ich, ja. Aber ich behalte so dieses Konzept, dass wir alle eigentlich Missionaren sind. So, ja. Vielleicht einige sind so versteckt als ein Bauer, anderen als Lehrer. Aber ich glaube, Gott hat diese Berufung in alle unser Leben hineingelegt. So, ich würde sagen, ich mag das professionell, aber das ist nicht mal professionell. Ich mag das von ganzem Herzen raus. Und alles, was ich tue, wenn ich Brot kaufe, wenn ich einkaufen gehe, spielt keine Rolle. Ich glaube, das ist so eine Berufung, die man auslebt, egal was wir eigentlich tun. Ja, okay. Krass. Und, aber erzähl mal, du sagst, du bist Vollzeit Missionar, wie du auch richtig sagst, dass wir eigentlich alle sind. Aber du wirst dafür bezahlt, manche andere nicht. Ja, das stimmt. Erzähl mal, was machst du genau? Wir haben so eine Missionsschule hauptsächlich. Das ist so meine Verantwortung, wo wir versuchen, junge Leute Prinzipien beizubringen, dass sie dann in ihre zukünftige Dienst machen könnten, gebrauchen könnten. Wie gesagt, sei das in ihre lokalen Gemeinde oder irgendwo in Pakistan oder einfach bei Rewe, wo sie dann arbeiten, spielt keine Rolle, dass man lernt, wie kann ich mit diesem Evangelium umgehen, wie kann ich das weitergeben auf einer relevanten Art und Weise, dass man verstehen kann und wie kann ich das ausleben. Das ist mein größter Wunsch, dass wir als Menschen das ausleben, was Gott in uns getan hat, diese Veränderung, dass das sichtbar wird, und da sind wir dabei, diese Missionsschule zu machen. Es macht Spaß. Das heißt, du hast da Studenten, in die du dich auch rein investierst? Richtig. Ja. Wie viele Studenten habt ihr da jetzt gerade? Ja, gerade keine. Wir dürfen immer noch nicht Schüler haben wegen Corona, aber wenn wir Schüler haben, wir haben das aus eher eine kleinere Schule, wir haben um die 15, aber das ist uns wichtig, dass wir in das Leben hinein investieren. Wir sind nicht überzeugt, dass es die Massen sein muss, sondern wir wollen das ganz spezifisch mit Studenten machen, wo wir gemeinsam daran arbeiten können, an unser Charakter. Was will Gott in mir tun? Nicht nur unser Kopf füllen mit Wissen, sondern dass das wirklich in unser Herzen hineinfließt und dass das verändert, wie wir leben. So, wir haben um die 15 Schüler und hoffen, dass wir wieder Schüler haben. Das macht das auch sau schwer finanziell, wenn wir keine Schüler haben. Ja, glaube ich. Ja. Und die Kosten sind immer noch da. Das heißt, wenn du heute zuschaust und du suchst nach einer Missionsschule, wie lange geht man da dann hin? Ein Jahr bei euch? Oder? Nee, das ist so 3 Monate. Mhm. Das ist unser Programm momentan. Und da während dieses Programm gibt es immer wieder praktische Möglichkeiten, wo man eine Zeit in eine Großstadt dienen kann oder vielleicht in der Türkei fliegen kann. Wir versuchen, dass das auch praktisch verbunden ist, dass es nicht nur Theorie ist, aber dass man wirklich das ausleben darf. Das heißt, wie kann ich mir deinen Alltag jetzt vorstellen? Sitzt du hinterm Computer oder unterrichtest du jeden Tag oder was machst du? Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Auf unserem Missionsgelände haben wir auch viele Tiere, einen Garten, weil das ist Teil von unserem Konzept, wie ich gesagt habe, in das Charakter hineinzuarbeiten. Und wir gebrauchen diese praktischen Sachen, um uns selber zu konfrontieren, was wir innen haben. So, ihr müsst es so vorstellen, wenn unsere Schüler kommen, alle sagen am Anfang, ich will Gott dienen, ich will alles tun. Und dann sage ich, okay, kannst du mir helfen, den Hühnerstall auszumisten? Alle sagen am Anfang, jawohl, das mache ich noch so gern. Aber noch 2, 3 Wochen, keiner hat Bock,
den Hühnerstall auszumisten, aber es muss trotzdem gemacht werden. Und da sehen wir, was wir wirklich innen drin haben. So, mein Alltag sieht aus wie praktische Arbeit, aber auch Büroarbeit, E-Mails beantworten, Einsätze koordinieren, Zeit mit Schülern verbringen. Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, ich habe keine zwei Tage hintereinander, die gleich sind. Okay, ja, spannend. Ja. Das heißt, wenn du jetzt jemand in einer Schule hast, wo du siehst, hey, der ist jetzt ein bisschen stolz oder sowas, dann sagst du, geh mal ein Loch graben da hinten oder sowas. Ja, so genau, ungefähr. Ja. So drei ungefähr. Tage lang ein Loch graben. Ja, ja. Ja, sehr geil. Scott, ist echt cool, dass du da bist und ich freue mich auf deine Predigt heute. Erzähl mal ein bisschen, jetzt auch während Corona oder einfach, ich finde, du bist theologisch echt ganz, ganz auch stark unterwegs und interessant auch. Ich lerne da immer sehr viel von dir, werde sehr inspiriert. Was sind so Sachen, die dich gerade rumtreiben, theologische Fragen, Sachen, die du interessant findest, wo du dich mit beschäftigst? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, für mich geht das momentan auch ein bisschen über das, was ich heute predigen will, auszuteilen will. Wie transformiert Gott mein Leben? Was für Auswirkungen hat das Evangelium, die gute Nachricht, in mein Leben? So, ich bin fest überzeugt, das muss eigentlich eine Auswirkung haben in jedem Bereich meines Lebens. Nicht nur das, was ich am Sonntagmorgen tue, was ich denke, sondern wie gehe ich damit um? Was hat das für einen Einfluss an, wie ich umgehe mit meinem Nachbar? Wie begegne ich meinem Nachbar mit dieser Wahrheit, dass Jesus mir Leben geschenkt hat, dass er mir zutiefst verändert hat und dass es mehr als nur eine intellektuelle Übung ist, sondern das hat alles in meinem Leben verändert. Und weil es alles in meinem Leben verändert hat, glaube ich, das muss jeder Bereich von meinem Leben verursachen, dass ich diese Veränderung wahrnehme, sehe, auslebe. Und da frage ich mich so diese praktische Auswirkung und mein Leben von Jesus, was er in mir getan hat. Das heißt, was liest du genau? Liest du einfach viel Bibel? Hast du da bestimmte Theologen? Oder machst du einfach auch ganz viel mit Gott im Gebet aus? Oder? Ja, ich lese sehr gerne, ich höre gerne Bücher. Also momentan höre ich ziemlich viel von Timothy Keller, kann ich richtig empfehlen. Sehr gut, sehr gut. Ich lese gerne die Bibel. Ich bin nicht einer von diesen Menschen, die sagen, diese geistliche Übung, die man macht, so Gebet, Bibel lesen. Ich glaube, die sind sau wichtig. So, ich glaube, manchmal habe ich Momente, die sehr prägend sind. Manchmal komme ich am Morgen, lese meine Bibel, trinke meinen Kaffee und dann gehe ich und sage, das war nicht so der Hammer heute Morgen, aber Jesus, ich komme morgen wieder und ich will, dass du mich veränderst, dass du zu mir sprichst. So diese geistliche Übung, beten, Bibel lesen, anderen Bücher lesen, mit Menschen reden, zu reflektieren. Ich glaube, wir als Christen sind oft faul und wir nehmen nicht die Zeit dafür, uns wichtige Fragen zu stellen, uns auseinanderzusetzen mit Themen. Und da bin ich fest überzeugt, das müssen wir machen. Wir müssen auch uns investieren in Sachen und das versuche ich zu tun. Ich habe drei kleine Kinder, das geht nicht immer. Ich lebe auch nicht irgendwo in den Wolken. Mein Leben sieht auch praktisch aus, aber dass ich Zeit dafür investiere, das ist mir sehr, sehr wichtig. Scott, vielen Dank. Hey, ich freue mich richtig. Ich könnte jetzt so eine Dreiviertelstunde mit dir reden, aber das machen wir nachher nach dem Gottesdienst zusammen noch. Genau. Cool, dass du da bist. Ich freue mich echt drauf. Ich glaube, für unsere Gemeinde ist es echt ein Privileg, dass wir so jemanden haben können wie den Scott, der hier heute da ist. Für mich warst oder bist du ein Freund seit 10 Jahren jetzt mittlerweile. Ja, brutal. Und ich muss sagen, dass Gott ist so einer, dadurch, dass er nicht hier um die Ecke wohnt, reden wir nicht jeden Tag natürlich, aber immer wieder und dann intensiv und helfen aneinander weiter. Und jetzt wollte ich eigentlich noch eine Geschichte erzählen, aber der Gottesdienst fängt an in 40 Sekunden. Also machen wir doch hier mal einen Punkt hin, Scott. Geil, dass du da bist und wir freuen uns auf deine Predigt. Hey, und ich mag dich heute einfach herausfordern, auffordern. Such nach dem heute, was Jesus für dich hat. Ich glaube, Jesus will zu jedem von uns sprechen, er will auch zu dir sprechen. Also sei bereit, hol deine Bibel schon mal raus und sei gespannt drauf, was Jesus dir sagen will. Wir sehen uns. Bis gleich. Genießt die Zeit und bis dann. Ciao.
Lobpreis zu machen heute. Und ich will euch echt ermutigen, für alle, die jetzt hier vor Ort sind und nicht singen dürfen, dass es Gott nicht um unsere Stimme geht beim Lobpreis, sondern in erster Linie um unsere Herzen. Deswegen will ich euch ermutigen, dass wir unsere Herzen jetzt aufmachen, vor Gott kommen, in seine Gegenwart. Mitsingen oder ohne, das ist nicht das, was zählt. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, gibst den Schwachen aufzustehen, lässt den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du
erste Lied heißt Broken Vessels, übersetzt zerbrochene Gefäße. Und ich persönlich, wenn ich das Lied singe, kann ich mich voll gut reinversetzen, weil ich glaube, ich war schon oft zerbrochen oder bin auch immer noch oft zerbrochen oder gebrochen. Und oft denkt man vielleicht, es gibt ein zu schlecht oder zu zerbrochen oder zu kaputt, zu dreckig für Jesus. Aber Jesus ist genau dafür da, dass er uns heilen möchte, dass er Zerbrochenes heilen möchte, dass er Herzen heilen möchte und ganz machen möchte. Und ich glaube, dass er das nicht nur einmal macht, sondern eigentlich immer wieder. Und möchte es jetzt einfach, wenn wir das Lied singen oder wenn ihr da zuhört jetzt, dass ihr das wisst, dass Gott uns heilen möchte, dass Gott uns ganz machen möchte. Egal wie zerbrochen wir sind, und wir können immer wieder kommen, weil er uns mit Liebe anschaut. Take our failure, you take our weakness.
no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. Wow, ja, lasst uns mal unsere Hände zusammentun für unsere tolle Band, aber auch für unseren genialen Gott. Ich liebe ja dieses Lied, there's no shadow you won't light up. Keinen Schatten, den du nicht ausleuchten wirst. There's no mountain you won't climb up. Kein Berg, den du nicht hochklettern wirst. There's no wall you won't kick down. Keine Mauer, die du zerschlagen wirst. Und there's no lie that you won't tear down. Keine Lüge, die du richtig machen wirst. Coming after me, wenn du nach mir kommst, wenn du mich suchst. Hey, ich finde es so genial, dass wir einen Gott haben, der nicht passiv ist, irgendwie im Himmel und wartet, sondern der aktiv ist, vom Himmel gekommen ist und uns sucht, der dich sucht. Genialer Zuspruch, oder? Hammer, was für ein Gott, hey, genial. Ich freue mich so, dass wir zusammen sein dürfen und dass wir Lobpreis machen dürfen, auch wenn wir hier im Saal dann nicht mitsingen dürfen. Und es wird wohl auch noch eine Weile so sein. Viele von euch fragen sich wahrscheinlich schon, was werden wir an Ostern machen? Und die Regierung hat da ja sich einiges geleistet, oder? In den letzten Wochen. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir Karfreitag nur Livestream machen werden. Das heißt, Karfreitag, da werden wir aus dem Gemeindezentrum streamen. Und der Grund, warum wir Livestream machen und nicht hier im Saal, ist, weil wir so unbedingt Lust haben, wieder Abendmahl zu feiern. Und Abendmahl ist halt hier im Raum jetzt gerade nicht möglich. Aber wenn jeder zu Hause ist und im Livestream zuschaut, dann ist es möglich. Das heißt, Karfreitag, 16 Uhr, wenn ich es richtig weiß. Genau, 16 Uhr oder nichts. Perfekt, vielen Dank. 16 Uhr nur live auf YouTube und haltet schon mal euren Saft bzw. Wein und euer Brot bereit, weil wir werden miteinander Abendmahl feiern. Ich freue mich extrem drauf. Ich sehne mich so, mit euch zusammen Abendmahl mal wieder zu feiern. Es war jetzt eine lange Zeit ohne, oder? Also Karfreitag, 16 Uhr Livestream und Ostersonntag werden wir Livestream haben, aber auch hier, wie gehabt, Gottesdienst mit Gästen haben. Also Ostersonntag ist ganz normal, wie jeden Sonntag im Prinzip live und mit Gästen hier im Raum. Hey, wir schicken diese Info auch nochmal raus. Wir haben ja Webseite und Newsletter und Instagram und Facebook und sowas. Wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, dann abonniert es einfach alles und schaut da immer mal wieder rein. Dann wisst ihr genau, falls die Regierung doch nochmal eine andere Entscheidung macht und wir wieder reagieren müssen, dann wisst ihr da Bescheid. Newsletter, Webseite etc. Freue mich drauf, freue mich, nächste Woche mit euch Ostern zu feiern. Ostern ist ja das größte Fest für uns als Christen, oder? Wir können die Auferstehung von Jesus feiern. Ich freue mich da so mega drauf, ja. Wir haben heute einen Gastprediger hier, der Scott Langemeier, und der Scott ist Missionar bei Movida. Scott, du kannst mal rauskommen hier. Missionar, und er predigt heute für uns, war schon mal da. Tatsächlich die letzte Woche, wo wir hier ganz normal Gottesdienst gefeiert haben, vor Corona,
warst du mit deiner Organisation da und hast dich schon ein bisschen vorgestellt. Freue mich extrem, dass du da bist, Scott. Wir haben heute auch Kollekte und die Kollekte geht heute an Movida, die Missionsorganisation. Das heißt, ihr seid movida.org oder .de? Movida-net.com. Okay, alles klar. Movida-net.com. Könnt ihr mal nachschauen, wenn ihr noch mehr Informationen wollt. Wäre schön, wenn ihr da ein bisschen was dafür geben würdet, wenn ihr im Raum seid, dann könnt ihr hier in die Kollekte was reinwerfen. Online, wenn ihr heute was gebt über PayPal oder wie auch immer, dann geht es auch direkt an Movida, sodass Movida ihre Arbeit machen kann, weil ihr habt ja normal Studenten, hast du gerade erzählt, was jetzt wegen Corona natürlich nicht der Fall ist. Das heißt, bei euch ist finanziell gerade einfach auch, wie bei vielen anderen, nicht ganz so einfach. Ja, für uns momentan ist das schon eine große Herausforderung. Endlich dürfen unsere Missionaren wieder in ihre Länder zurückkehren. Aber für unsere Missionsschüler, die wir haben, wir dürfen immer noch keine Schüler haben. Und das bedeutet, dass die Kosten laufen trotzdem. Und das ist schon eine wirklich große Herausforderung für uns. Ja. Also vielen, vielen Dank für alles, was ihr gebt und was ihr an Movida spendet heute. Ich freue mich immer, wenn der Scott hierher kommt zum Predigen, wenn ich Zeit mit ihm verbringen kann. Wir grillen nachher und reden nochmal 4 Stunden über Theologie und Jesus und alles. Und da freue ich mich schon seit Wochen drauf, muss ich sagen, wirklich. Wenn ich den Scott vorstellen würde, ich weiß nicht genau, ich habe mir überlegt, wie stelle ich dich jetzt vor? Und ich habe einfach gesagt, erst vor ein paar Wochen hat der Scott gepredigt auf einer Konferenz zusammen mit Francis Chan, kann ich sagen. Das heißt, der ist hier im gleichen Line-up wie einer der größten afrikanischen Prediger. Also Scott, the stage is yours. Vielen Dank. Für mich ist es wirklich ein Segen, dass ich mit euch wieder hier sein darf. Natürlich ist das ganz anders mit Corona, aber trotzdem ein Riesensegen. Ihr merkt, oder vielleicht habt ihr noch im Kopf, ich komme nicht aus Deutschland, ich komme aus den USA, habe 3 kleine Kinder, eine Frau, die in Südamerika geboren ist. Wir haben wirklich eine sehr internationale Familie. Aber ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, hier zu sein heute. Vielen Dank. Ich möchte gern beten und dann würden wir anfangen. Herr, vielen Dank, dass du zu uns sprechen willst heute Morgen und ich bete, dass du uns diese innerliche Ruhe schenkst, dass wir das auch hören können, annehmen können. Ich weiß, dass wir alle anders erlebt haben diese Woche, dass wir verschiedene Sorgen haben, aber wie es in dein Wort steht, wollen wir diese Sorgen einfach auf dich werfen und jetzt vertrauen, dass du weitergehst, dass du unsere Situation veränderst, dass du uns veränderst und dass wir etwas Wunderbares mit dir erleben können heute Morgen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, ich habe das Privileg, immer wieder in verschiedenen Gemeinden oder Konferenzen, wo auch immer, zu predigen. Und manchmal fällt es mir schwer, manchmal leicht, so ein Predigt auf Papier zu bringen. Und in diesem Fall war das eher etwas Schweres, auf Papier zu bringen. Nicht, weil ich denke, das ist so schwer zu erklären, aber weil das etwas, was ich in meinem Leben heute mit Jesus erlebe, etwas, wo er in mein Herz hineinspricht und mir zeigt, was ich verändern muss, wo ich falsch gedacht habe und glaube ich, gerade deswegen ist das schwer. Und ich habe mich so oft gefragt, wie will ich überhaupt diese Botschaft anfangen? Und ich habe ein paar Fragen hier aufgeschrieben. Und ich würde die einfach stellen. Und ich lade euch ein, wirklich ehrlich mit euch selber zu überlegen und diese Fragen zu beantworten. Ich glaube, das tut uns gut, dass wir nicht nur so eine intellektuelle Übung haben, aber dass wir das zulassen, dass Gott zu unserem Herzen spricht und dass wir wirklich total dabei sein können in diesem Moment. Würdest du mir glauben, wenn ich dir sagen würde, dass es möglich ist, erfolgreich eine Gemeinde zu leiten oder erfolgreich eine einflussreiche Position zu erlangen und trotzdem darum zu versagen, ein Jünger Christi zu sein? Würdest du mir glauben, wenn ich dir sagen würde, dass es möglich ist, einen Traumjob zu haben, von Menschen umgeben zu sein, die du liebst und finanzielle Sicherheit zu haben, aber trotzdem das zu verpassen, was letztlich wichtig ist. Die Dinge, die wir tun und erreichen, spiegeln nicht unbedingt wider, wer wir sind. Sein und tun sind 2 verschiedene Dinge. Ist es möglich, dass ich etwas tue, dass ich etwas sage,
aber im Inneren jemand ganz anders bin. Denk darüber nach, das letzte Mal, als du jemanden getroffen hast. Was war das Erste, was du getan hast? Ich, wenn ich jemanden kennenlerne, will ich immer zuallererst versuchen, ein äußerliches Bild darzustellen, damit ich denke, oh, so will diese Person mich vorstellen, sehen, glauben, wer ich bin. Aber die Dinge, die wir tun, spiegeln nicht unbedingt wider, wer wir wirklich sind. Denk darüber nach, wie du deine Zeit verbringst. Ich habe ein Instagram. Auf mein Instagram, wenn du reingehen würdest, würdest du in der Versuchung stehen zu meinen, dass ich ein perfektes Leben habe. Mit 3 kleinen Kindern, die immer am Lächeln sind. Aber auf meinem Instagram würdest du nie sehen, wann ich fast meine 5-jährige Tochter, jetzt ist sie 6, vorgestern hat sie einen Geburtstag, meine 6-jährige Tochter fast umbringen will, weil sie ihre Gemüse einfach nicht essen will. Auf mein Instagram, auf die Sachen, die ich zeige, wird der nie sehen, die Momente, wo ich einfach am Abend nicht schlafen kann, weil ich so besorgt bin über Beziehungen, die einfach so kompliziert sind, wo ich einfach nicht weiß, wie geht das überhaupt weiter. Es gibt Dinge, die in dir und in mir, die geschehen, die niemand sieht, von denen niemand weiß, dass sie da sind. Aber lass mir dir ein Geheimnis verraten. Diese Dinge, die tief in deinem Innersten verborgen sind, machen einen großen Teil dessen aus, wer du wirklich bist. Diese Dinge beeinflussen die Art und Weise, wie du Entscheidungen triffst, die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen umgehst und die Art und Weise, wie du dein Leben lebst. Und willst du wissen, warum? Weil die Dinge, die du tust, dem entspringen, wer du bist. Sprüche 4,23 sagt, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Dein Herz, dein Innerstes, das ist etwas so, so Wichtiges. Aber es ist etwas so, dass wir so schnell übersehen. Wir leben in einer Welt, die sich darauf konzentriert, eine Fassade zu schaffen. Eine Welt, die von Erfolg besessen ist. Wir leben in dieser ständigen Versuchung, uns nur auf das zu konzentrieren, was wir tun. Aber die Dinge, die wir tun, resultieren in erster Linie daraus, wer wir sind. Und deswegen ist dein Innenleben, und genauer gesagt dein Innenleben in Christus, ist das die Basis, auf der du lebst und handelst. Und das Beste ist, wir haben einen, der unser Innersten sieht. Und ich meine wirklich alles. Auch diese Sachen, wo du sagst, wenn jemand wirklich wusste, was ich denke, wenn jemand wirklich wusste, dass ich diese Art von Wünsche habe, dann wäre alles vorbei. Jesus Christus sieht die Tiefe dessen, wer du bist. Und er liebt dich. Er nimmt dich an. Und das Beste ist, er verändert dich. Es gibt nichts, was du tun könntest, nichts, was du sagen könntest, nichts, was du denken könntest, das ihm überraschen wird. Und ich sage das wirklich nicht aus einer oberflächlichen, wohltuenden Botschaft. Ich meine das aus den Tiefen meines Herzens. Jesus kennt dich und er liebt dich. Aber ich mache mir Sorgen. Ich fürchte, dass manchmal wir diese Art von Liebe nicht wirklich verstehen, weil wir sagen, ja, wenn Jesus mich wirklich so sieht und annimmt, dann kann ich einfach mein Leben weiterhin führen, weil das spielt sowieso keine große Rolle. Aber Freunde, Jesus kommt nicht einfach in dein Leben hinein wie ein guter Kumpel, der den ganzen Tag auf dem Couch sitzt und Fernseher guckt und guckt Netflix. Nein, er kommt in dein Leben hinein. Er liebt dich und er verändert dich aktiv. Er verändert dich auf einer so tiefen Ebene, dass ein Fundament gelegt wird, von dem aus die Dinge, die du tust, hervorgehen. Und aus diesem Grund ist ein Innenleben, gesundes
Innenleben so wichtig. Denn dein Innersten macht aus, wer du bist. Nicht, wer du gern wärst, nicht, wer anderen glauben, dass du bist. Dein Innersten macht aus, wer du bist. Das ist so wichtig. In meinen jungen Jahren habe ich schon so viele Menschen kennengelernt. Ich habe von tausenden Menschen gehört oder sogar getroffen. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die eines Tages aufwachen und plötzlich erkennen, dass ein Großteil von ihrer Zeit, Energie damit verbraucht haben, ein oberflächliches Bild ihres Lebens zu erschaffen. Sie haben vielleicht eine Menge gute und sogar hervorragende Dinge angesammelt, wie ein akademischer Titel, Berufserfahrung, wichtige Beziehung, körperliche Stärke, Schönheit. Aber sie erkennen, dass diese Dinge nicht sie sind. Sie erkennen, dass sie ihr ganzes Leben damit verbracht haben, eine Fassade anzubauen. Freunde, lass uns nicht diese Art von Menschen sein. Meine Hoffnung ist, dass Gott in den nächsten Minuten zu den Tiefen von deines Seins, von meines Seins sprechen wird. Und dass er unsere Augen aufmacht zu den Dingen, die er in dir tun möchte, damit er letztendlich durch dich wirken kann. Aber mach dir nichts vor. Das ist keine leichte Arbeit und niemand kann es für dich tun. Die Arbeit in deinem Innersten, diese Arbeit, die getan werden muss, ist eine Verantwortung und eine Aufgabe, die nur von der Person erledigt werden kann, die du jeden Tag im Spiegel siehst, nämlich dir selbst. Es ist harte Arbeit. Möglicherweise die herausforderndste Aufgabe, die du jemals stellen wirst. Aber dich, sich mit seinem inneren Leben auseinanderzusetzen und sich durch den Schmerz, die Verwirrung, die Wünsche, die Frustrationen, die Paradigmen, die sein Leben leiten, hindurchzuarbeiten, wird letztendlich Jetzt, sehr gut. Wenn wir durch diese Sachen arbeiten, diese Sachen, was uns beeinflussen in unser innersten Leben, dann können wir einen Frieden, eine Freude finden in Christus und wissen, dass wir von ihm geliebt und getragen werden. Aber was bedeutet das? Was bedeutet das, ein gesundes Innenleben zu haben. Wie sieht es aus? Wie erlangt man es? Ich glaube, wir kommen nicht an dieser Frage vorbei. Und deswegen möchte ich heute Morgen gemeinsam das Leben von Johannes dem Täufer mit euch anschauen. Johannes war ein Mann, der uns zeigt, wie man so ein Leben haben kann, wie so ein Leben aussieht. Aber ich glaube, wir stehen immer wieder in dieser Versuchung, dass wir etwas lesen, wir hören über jemanden wie Johannes der Täufer und das bleibt nur aus so einer intellektuellen Übung und das geht nicht in die Tiefe von unserem Herzen. Aber ich glaube, wenn wir ein gesundes Innenleben mit Christus haben wollen, dann müssen wir auch das Lebensstil von Christus und von Männern wie Johannes der Täufer anschauen. Nicht nur studieren, was sie gesagt haben, aber wie haben sie wirklich gelebt? Weil wir können nicht das Leben haben, ohne den Lebensstil zu haben. Lass mich das mal erklären. Ich bin ein Mensch, der gern Sport macht, aber ich bin kein Sportler. Ich gehe gern joggen, aber ich bin kein Läufer. Und manchmal gehe ich mit meiner Familie im Schwimmbad im Sommer und ich sehe diese Männer mit so großen Muskeln und ich denke, meine Güte, würde ich gern solche Muskeln haben. Die sehen so gut aus. Und dann denke ich ein bisschen darüber nach,
was sie gegessen haben. Und ich habe, dann muss ich denken, ich will das überhaupt nicht essen. Ich überlege, wie sie jeden Tag trainieren müssen. Und ich denke, nee, das will ich auch nicht. Und dann merke ich, dass ich eigentlich das nicht haben will, weil ich das Lebensstil nicht haben will. Und das Gleiche gilt für unsere Beziehung mit Christus. Wenn wir wie Jesus sein wollen, wenn wir ein innerliches, reines Leben haben wollen, dann müssen wir auch einen Lebensstil haben wie Jesus, wie Menschen, die ein innerliches, reines Leben haben. Wir werden das Leben nicht haben ohne den Lebensstil. Und Jesus sagt über Johannes der Täufer in Matthäus 11,11: Ich versichere euch, von allen Menschen, die jemals gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Und ich glaube, wenn wir ihn anschauen, dann werden wir gut beraten, nicht nur diese Dinge, was er gesagt hat, zu studieren, sondern auch zu studieren, wie hat er gelebt, was hat er in seinem Leben durchgemacht. Ich möchte gern mit euch Lukas 3, 1 bis 3 anschauen. Und das ist wirklich komische Versen, die ich mit euch anschauen möchte. Ich gebe es zu. Ich weiß nicht, ob ich das hier erklärt habe. Es gibt etwas auf Englisch, es heißt der Man Look. Kennt ihr das? Das ist so, wenn man zu dem Kühlschrank geht und guckt da drin. Und das passiert mir immer wieder. Und ich suche Milch und ich sehe das nicht. Und ich sage zu meiner Frau, wir haben keine Milch mehr. Und sie sagt, doch, das ist gerade da im Kühlschrank. Und dann sage ich, nee, ich sehe das überhaupt nicht. Und dann muss sie reinkommen, Tür aufmachen, nimmt das Milch raus, gibt mir. Und sie sagt, hier ist das. Das ist dieser Man-Look. Etwas, was gerade vor deinen Augen sind, aber du siehst das gar nicht. Und ich glaube, in diesen Versen gibt es etwas so Wichtiges drin, was wir nicht aus ersten Blick merken werden. Es steht hier sehr viele Worte, die schwer sind für einen Amerikaner richtig gut aussprechen zu können. Aber es redet in dieser Stelle über wichtige Menschen. Hier sehen wir, wie Pilatus, er war Staatsherr in Judäa. Da waren Menschen in Rom. Könnt ihr zu der nächsten Folie gehen? Ich glaube, ich habe das. Noch einer hat über Galiläa geherrscht. Das waren auch wichtige Menschen, die Hohepriester waren. Sie waren in Jerusalem. Es erklärt immer wieder so wichtige Menschen, die an wichtigen Orten waren. Und dann die nächste Folie bitte. In dieser Zeit erhält Johannes, der Sohn des Zachäus, draußen in der Wildnis eine Botschaft von Gott. Das finde ich so interessant. Es zeigt an dieser Stelle wichtige Menschen, die an wichtigen Orten waren, die wichtige Sachen getan haben. Aber wo war Johannes? Es heißt hier, dass er in der Wildnis war, wo er eine Botschaft von Gott erhält. Faszinierend, oder? Warum in der Wildnis? Vielleicht, weil es der einzige Ort war, an dem Johannes wirklich die Stimme Gottes hören könnte. Vielleicht war es der Ort, an den Gott ihn gebracht hat, um ihn zu demütigen und ihm Dinge zu lehren, die er in der Hektik des normalen Lebens nie lernen hätte. Die Wildnis im Leben, die sind bekannt für ihre Stille. Sie sind bekannt dafür, ein Ort der Herausforderung zu sein. Und Gott verändert Johannes in der Wildnis und begann ihm zu helfen, die Welt mit einer völlig anderen Brille zu sehen. In dieser Wüste wurde Johannes sensibel für das, was Gott in ihm und durch ihn machen wollte. Er hat in der Wildnis den Mut entwickelt, diese Aufgabe zu tun, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich sind die Wildnisse im Leben oft die schwierigsten und die Orte, wo ich am meisten Schmerz erlebe, aber die sind auch die Orte, an denen ich am meisten lerne. Und ich bin überzeugt, früher oder später wirst du auch in eine Wildnis des Lebens kommen. Ich denke, jeder Mensch in diesem Raum geht entweder auf eine Wildniserfahrung zu oder kommt von einer Wildniserfahrung zurück im Leben. Irgendwann würden wir konfrontiert mit so einer Situation. Es ist
unvermeidlich. Früher oder später werden wir konfrontiert mit einem Ereignis, einer Person, einem Tod, einer Idee, einer Beziehung, mit dem wir einfach nicht umgehen können. Trotz unserer derzeitigen Fähigkeiten, mit unserem aktuellen Wissen oder mit unserer aktuellen Willenskraft. In der Wildnis würden wir an den Rand von unserer Kraft kommen und mit dieser Notwendigkeit konfrontiert, dass wir uns verändern müssen, dass wir was lernen müssen. Diese Momente, oh meine Güte, sind sie unangenehm. Und wir hassen sie. Aber die sind so wertvoll, wenn es darum geht, dein Innenleben zu verändern und Lektionen beizubringen, die du aus eigener Initiative niemals lernen würdest. Aber ich glaube, wir sind stark herausgefordert mit dieser Wildnis im Leben. Und ich glaube, ein Grund, wieso wir so herausgefordert sind, ist, weil wir Menschen sind, die abgelenkt sind. Ich weiß, dass ich heute Morgen vor Menschen stehe von ganz verschiedenen Generationen. Menschen mit verschiedenen Kämpfen, Menschen mit verschiedenen Herausforderungen im Leben. Aber ich glaube, wenn es darum geht, sich ablenken zu lassen, denke ich, dass über alle Generationen hinweg wir etwas Gemeinsames haben. Es mag vielleicht anders aussehen für die Menschen, die zwischen 15 und 45 sind, für diejenigen, die 60 plus sind, aber wir leben in einer Welt heute, die mit Informationen gesättigt ist, vollgestopft ist. Wir leben in einer Welt, in der wir ständig im Bildschirmen verbunden sind. Wusstest du, dass die durchschnittliche Person ihr Handy mehr als 2600 Mal am Tag anfasst? Wusstest du, dass die Extrem-Handynutzer, das sind die obersten 10%, ihr Handy mehr als 5400 Mal am Tag berühren? Für viele Menschen ist ein Handy so wie ein Elternteil für sie. Es ist das, was sie nachts am Abend in den Schlaf bringt und am Morgen wieder aufweckt. Es ist das Letzte, was sie anfassen, bevor sie die Augen schließen und was sie am Morgen früh in der Hand wieder nehmen, wenn sie aufwachen. Und obwohl vielleicht eine jüngere Generation mehr mit ihren Handys zu kämpfen hat, glaube ich, dass diese Herausforderung für alle Generationen ist. Ich habe kürzlich gelesen, dass im Jahr 2019, dass die Altersgruppe 60 plus durchschnittlich 3,5 Stunden pro Tag vor dem Fernseher verbringt. Und ich bin überzeugt, dass in einem Jahr 2020 und jetzt in 2021, wo wir gezwungen sind, online zu gehen, dass diese Nummer nur noch gestiegen ist. Und ich sage das nicht aus einer Ohrfeige zu verteilen. Ich sage das einfach aus der Tatsache, dass du der Person neben dir in die Augen gucken kannst und ziemlich sicher davon ausgehen kannst, dass diese Person 3,5 Stunden pro Tag verbringt vor einem Bildschirm. Wir lenken uns ab von dem, was in unserem Inneren vor sich geht. Denn wenn wir alleine sind mit unseren Gedanken und wenn wir alleine gelassen werden in unserem Inneren, wird es uns unangenehm, weil wir konfrontiert werden, was wirklich da ist. Ein berühmter Pastor aus den USA hat einmal gesagt, dass eine der größten Nützen von Twitter und Facebook wird sein, um letzten Tag zu beweisen, dass die Gebetslosigkeit nicht aus Zeitmängel war. Und heute würde ich diese Aussage ein bisschen ändern und sagen, dass eine der größten Nützen von Instagram, eine von den größten Nützen von Fernsehers daran bestehen wird, am letzten Tag zu beweisen, dass das Nicht-Hinwenden zu deinem inneren Leben in Christus nicht aus Zeitmangel geschah. Ich weiß, das mag hart klingen, aber ich sage das wirklich vor allem zu mir selbst. Wenn du ineffektiv,
emotional instabil sein willst und einfach dein Leben verschwinden willst, dann mach Folgendes. Schau doch jeden Abend auf dein Handy oder verbringe Stunden vor dem Fernseher. Aber wenn du in den Tiefen von deiner Seele verändert werden willst, dann schalte ab und sei mit Gott in der Stille der Wildnis. Gott möchte einen Prozess der Veränderung in der Tiefe unseres Wesens beginnen. Und das wird nicht geschehen, wenn wir ständig mit einem Bildschirm konfrontiert sind. Ich glaube, das zweite Fehler, den wir oft machen, ist, wir meinen, dass von Gott verändert zu werden, bedeutet das, viel lichter in eine Gemeinde zu gehen jeden Sonntag und über etwas zu hören. Dass wir nicht merken, was das bedeutet, in Gottes Schule zu sein. Wir können uns täuschen, wenn wir über Sachen hören und meinen, dass wir etwas gelernt haben, ohne dass das in die Tiefe von unserem Herzen geht. Versteht mich bitte nicht falsch. Es ist wichtig, ein Thema zu hören und darüber nachzudenken, aber es ersetzt nicht die Arbeit, die Gott tut, wenn wir in der Wildnis sind und wir konfrontiert werden in den Tiefen von unserem Herzen. Wir können eine Predigt über ein Innenleben hören und darüber nachdenken, wie wichtig es ist, wie wichtig das ist, durch Wunden, Wünsche, Unsicherheiten hindurchzuarbeiten. Aber bis wir in die Stille gehen, bis wir in diese Wildnis gehen und konfrontiert werden, wird immer wieder die Versuchung daran sein, dass wir nur zu einem bestimmten Punkt gehen, wo das noch bequem ist. Aber die Wildnis, diese schwierigen Momente im Leben, sind ein Werkzeug, die Gott gebraucht, um uns Sachen beizubringen, uns zu verändern, auf eine Art und Weise, die wir selber nie aussuchen werden. Aber sehen wir das? Sehen wir diese Situation als eine Möglichkeit, mit Gott zu wachsen, etwas Neues zu lernen und verändert zu sein? Johannes verlässt schließlich die Wüste. Und er betritt eine öffentliche Welt in Chaos und Unordnung. Und wir können lesen, wie er mit einer Freude, mit einer Sicherheit durch dieses Chaos gegangen ist, weil er wusste, wer Gott ist. Er wusste, wer er ist. Und er wusste, was seine Aufgabe war. Und an die Stelle, wo ich das am deutlichsten sehe, ist in Johannes 3, 26 bis 27. Es heißt, wenn wir auf die nächste Folie gehen könnten. Es heißt, die Jünger von Johannes der Täufer sind zu ihm gekommen und die haben gesagt, Meister, der Mann, dem du auf der anderen Seite des Jordans begegnet bist und auf den du hingewiesen hast, der tauft auch Menschen. So diese Jünger von Johannes haben gemerkt, jetzt gehen alle zu Jesus. Mit anderen Worten, sie haben gemerkt, dass dieser Dienst von Johannes würde bald irrelevant, weil alle haben gemerkt, wow, Jesus. Und mit dieser innerlichen Ruhe, dieser innerlichen Zufriedenheit, dieser innerlichen Sicherheit hat Johannes gewusst, nein, diese Menschenmenge gehört mir nie, die gehören Jesus. Es geht weiter in 27 bis 30. Es sagt, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht von Himmel her gegeben wird. Ihr wisst selbst, dass ich euch ganz offen gesagt habe, ich bin nicht der Christus. Ich bin von Gott beauftragt, ihm den Weg zu bereiten, nicht mehr. Wo der Braut hingeht, da ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, der dasteht und ihm zuhört, freut sich an der Stimme des Bräutigams. Darüber freue ich auch ich mich. Meine Freude ist nun vollkommen. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Und statt zu kämpfen, um die Macht zu behalten, anstatt zu wollen, dass jeder weiß, was er getan hat, sagt er einfach, er muss größer werden. Ich muss geringer werden. Johannes wusste, dass diese Menschen nie ihm gehörte. Er wusste, dass er den Weg für Jesus bereitete. Er wusste, dass er nicht das Endziel war, sondern das Endziel war Jesus. Freunde, ein gesundes Innenleben schreit
dass Jesus muss größer werden, ich muss geringer werden. Ein gesundes Innenleben weiß, wer Gott ist und wer du bist. Aber wie sieht unser Innenleben aus? Wie gehen wir damit um, wenn wir in der Wildnis sind und wir konfrontiert werden mit neuen Situationen, neuen Herausforderungen? Leben wir mit dieser Lebensstil, die zu einem gesunden Innenleben führt? Freunde, es ist mein größter Wunsch, dass wir aufhören, uns auf eine äußerliche Schein zu konzentrieren und uns auf den Tiefen von unseres Herzens zu konzentrieren. Ich weiß, das ist keine leichte Arbeit. Es erfordert Ausdauer, Mut, Hingabe, Glauben, Demut. Und das ist eine Arbeit, die niemand für uns machen kann. Nur wir können das tun. Aber wenn wir in diese Stille gehen, in diese Stille mit Gott, kann ich dir sagen, er wird eine Begegnung mit dir haben. Er wird dich verändern. Und er wird dir diese innerliche Ruhe schenken, Frieden und Freude. Vielleicht sagst du heute, aber das habe ich nicht. Ich kenne mein eigenes Herzen, ich weiß, wo ich heute stehe, aber das ist das beste Nachricht, was es gibt. Jesus kommt in dein Leben hinein, gerade wo du heute bist. Ob du jung, alt, was auch immer, Gott kommt, Jesus kommt in deine Situation hinein und er verändert, er füllt das aus, was eigentlich nichts anderes ausfüllen kann. Kein Job, kein Hobbys, er kommt hinein und sagt, ich bin es besser, ich schenke dir Leben, ich schenke dir Freude, ich räume alles auf, was kaputt gemacht worden ist in dein innerliches Leben und ich gebe dir diese Freude, was ich nur dir geben kann. Erleben, das Leben, das ist das Beste, was es gibt. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir für deine Liebe, für deine Güte. Und Herr, wir wollen nur nie, dass das nur eine theoretische Gedanke ist, sondern dass das uns verändert, dass du uns zeigst, wo du gerade bist in unser Leben. Ja, wir wollen erkennen, in was für eine Schule wir momentan stecken. Dass vielleicht diese Wildnis ist nicht, was wir uns wünschen, aber dass wir trotzdem sehen können, wo du am Arbeiten bist und was du in uns tun willst, damit du schlussendlich durch uns arbeiten kannst. Herr, bitte verändere du uns. Schenk uns innerliche Heilung und Freude. Wir brauchen dich. Vielen Dank, Jesus, dass du uns so sehr liebst. Deinen Namen, Jesus. Amen.
that you're working. Never stop, never stop working. Hey, vielleicht fühlst du dich gerade auch mitten in der Wildnis und das Lied Waymaker ist ja auch so der Wegweiser Gott. Und ich glaube, den fürchten wir manchmal so ein bisschen, weil wir, ja, wie es Gott vorhin gesagt hat, in der Wildnis sind und irgendwie Gott nicht sehen und irgendwie denken, ey Gott, wo sind deine Werke, wo handelst du, wo bist du irgendwie als Wegweiser? Und da gibt es auch jemanden in der Bibel, da gibt es den Josef in der Bibel. Und ich finde es irgendwie voll stark, weil dieser Josef, der wurde von seinen Brüdern in eine Zisterne geworfen, der wurde nach Ägypten an Potiphar verkauft und war da auch im Gefängnis. Und dieser Josef, der konnte aber auch Träume deuten. Und man hat so stark gesehen, wie Gott sein Leben geleitet hat und wo später sogar seine Brüder ihn sogar verehrt haben, wo er aus dem Gefängnis rausgekommen ist. Und vielleicht fühlst du dich manchmal auch so, denkst, hey Gott, wo wirkst du eigentlich? Und Josef war auch im Gefängnis. Vielleicht hat er sich da auch gefragt, hey Gott, wo bist du? Wo bist du als Wegweiser? Du handelst gerade nicht so, ey, ich bin im Gefängnis, was soll ich da machen? Und ich glaube, so geht es uns manchmal auch. Gott als Wegweiser ist manchmal ganz schön schwer, das so anzunehmen. Aber ich glaube fest daran, dass Gott auch wirken kann. Und in der Bridge heißt es, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Wenn wir Gottes Werke nicht sehen oder fühlen können, wirkt er doch. So wie bei Josef auch gewirkt hat, glaube ich. Wenn wir fest an ihn festhalten können, dass Gott auch in schwierigen Zeiten wirken können. Und ja, das wollen wir jetzt in der Bridge singen. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't die in the darkness, you never stop. Never stop working. Never stop. Never stop working. When you make Mary to work, the promise keep. Light in the darkness. You never stop. You never stop working. You never stop. Ich bin so dankbar, einmal in der Woche Sonntagmorgen zusammenkommen zu können und Gott zu loben und uns ganz auf ihn zu fokussieren. Hammer, oder? Vielen Dank an euch. Geil, dass ihr da wart. Vielen Dank an Scott. Ja, lasst uns mal bedanken bei ihnen. Karfreitag geht's weiter, 16 Uhr. Ich spreche uns gleich noch den Segen zu. Nach dem Gottesdienst gibt's wieder unser After Church mit der Ilona. Schaut mal rein, der Zoom-Link ist unter dem YouTube-Video. Würde mich freuen, wenn da einige dabei sind, um noch mal ein bisschen zu reflektieren. Und wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann bitte zügig rausgehen und eure Abstände halten, wie immer. Lasst uns aufstehen für den Segen. Und so segne euch der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Der Gott des Friedens begleite euch alle. Amen. Amen und einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche. Macht's gut. Ciao. We'll be right back.